So, ja moin hier meine Leute. Fang mal an mit einer Kategorie hier. Ich nenne meine Kategorie einfach nur die Nuke. Nein, nicht Nuke halt. Killerscore machen wir am besten irgendwie. Wie meine Kategorie heißt, werdet ihr dann sehen. Ich habe zwar immer noch keinen Plan. Ich grüße euch erstmal hier herzlich, meine guten Abonnenten, meine guten Zuschauer oder auch einfach nur guten Freunde aus Zeitz. Und freue mich schon riesig auf ein paar Kommentare, ein paar Likes, ein paar Meinungen dazu hier. Wie ihr das Gameplay hier gerade vom Kippex, der das hier gerade zockt, der spielt. In erster Linie spielt er das LMG mit Schalldämpfer und schnell zielen und zoomen. Genau, dass ich frag, was das für ein komisches Zeug hier ist, was er gerade benutzt. Eigentlich wollte ich mein Dual-Commentary machen, er und ich, aber das ist dann leider doch nicht geworden, weil da wieder was irgendwie vorbeigelaufen ist an uns. Also nicht vorbeigelaufen halt. War halt früh, Aufnahme verkackt, so wie immer, kennt ihr mich ja. Und ich krieg hier Sprachnotizen und mir werden hier gerade Bilder geschickt. So, weiter geht's. Ich habe auch dann schon vor uns in meinen anderen Videos schon mal Meinung abgegeben zu, dass ich in nächster Zeit mal ein paar Dinger starten werde, wie Win or Fail. Oder keine Ahnung, ja, werdet schon sehen. So, ich glaube Endscore, glaube war 47 zu 9. 47 zu 9, ja, ungefähr so. Gibt ein guter, also auch Abonnent von mir und ich werde auch vom anderen guten Kollegen werde ich auch nochmal ein Gameplay aufnehmen. Der noch eine Doppel-Nuke gezündet hat. Hier leider keine Nuke geschafft, aber wie ihr seht, spielt er auf Export-Drohne, Geschütz und Drohne. Ein bisschen falsch rum gesagt, aber das ist ja egal. Ich bin der Snipes-Bob und der Snipes-Bob ist da. Achso, so, da geht's ja weiter. Was kann ich mal reden mit meinen guten? Ja, ich war ja jetzt momentan gerade das Wochenende, nicht das Wochenende, die Woche in Zeit, hab mein Black Ops vergessen. Nur noch gedacht, kacke, nein, das kannst du nicht. Gerade mal das Spiel, was ich aufnehme, ist einfach nur vergessen. Aber ich muss sagen, ich habe dadurch auch gute Leute in Ghost kennengelernt, dadurch und. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich war ziemlich auch besoffen. Besoffen, war ordentlich richtig feiern. Darauf, dass ich 19 Abonnenten hatte. Habt ihr auch gesehen, in meinem 15. Premium Dixar Special, hier 15 Abonnenten Special. Da haben ja zwei gute Kollegen von mir drauf getrunken. Im nächsten, also mir fehlt noch ein Abonnent, jetzt noch gerade in diesem Moment. Und ich würde mich freuen, dann das Special dann mich mal selber zu zeigen. Wenn ihr dann sehen, habe ich wenig fast in jeder Folge. Free for all. Für jedes Mal sterben. Ein Kurs. Ich glaube, ich ziehe es zwei Runden komplett durch. Dann werde ich mich hinhauen. Ich versuche nicht zu kotzen, weil ihr kennt mich, so gut bin ich nicht und sterben. Wenn ich gerade nicht low war. Naja. So. Naja. Was hab ich schon so und heiz gemacht die Tage? Ja, also, kann ja bestimmt, warum ich da wieder erzählen. Wir waren halt. Bin halt angekommen, sofort eingeladen zu trinken, sofort eingeladen hier, komm, gehen wir ins Nachbardorf, ey, das soll irgendwie was sein. Kamen halt immer mehr Leute und so, und da haben wir halt unsere Partys gefeiert, also unsere Party da im Moment. Das Schlimme war, ich habe glaube zwei Stunden verloren, was ich zu dem Moment gemacht habe, und am nächsten Moment habe ich erstmal gemeint. Ich habe mir gesagt, was ich überhaupt getan habe. Echt traurig. Naja. Momentan seht ihr hier, der Kunde hat hier einen Zielsucher, was echt traurig ist. Aber ich muss sagen, dafür, dass es jetzt das erste Gameplay wird, das ich so aufnehme. Naja, kann ich nicht sagen. Zielsuche, der spielt ohne Zielsuche spielt er genauso gut. Das ist jetzt bloß mal halt hier sinnloser Fasse. Muni war halt alle. Spielt halt bittere, aber Muni war alle. So, wie lange geht denn unser gutes Gameplay? 10 Minuten, muss schon eine halbe Stunde haben, oder? Ich mache hier kurz Pause. Ich rede ja gleich dann nochmal zum Schluss ein bisschen was. Wollte ich mal so sagen. Ich laber eh die ganze Zeit Schluss hin. Wenn ich dann jetzt mal ein paar Minuten keinen Schluss hin habe und ihr euch mal in Ruhe das Gameplay angucken könnt, wäre das wahrscheinlich besser. So. Ich halte einfach mal die Fresse. Waffe leer! Lade nach!
Matthias. Bereit machen für die nächste Runde. Herrschaft. Das Ziel sichern. Verbündete Drohne nähert sich. Wir haben die Kontrolle übernommen. AGR unterwegs. Der Feind hat Charlie angenommen. Bravo wird gesichert. B gesichert. Gerade sein Zielsucher für seinen Typ freigeschaltet, da freut sich der Kleine. War daneben. Hat sich jeder gefreut. Wie so Käsekuchen. Naja, haben wir jetzt momentan, machen sie gerade Spawn Trappen, wie ihr es gerade sehen könnt im Moment. Und sind eigentlich auch nicht dabei, nehmen jetzt ein und dann geht es wieder rüber auf den anderen Spawn, wie es eigentlich so sein soll. Jetzt geht es nämlich so langsam los wieder auf die, glaube, zweite oder dritte Spawn. Ganz genau angeguckt, aber auf jeden Fall hier mit Black Jacket an, kriegt er nicht den Kill und da. Machen wir jetzt hier mal so hier Kampfansage hier. Kippe, 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 geradeaus, links, rechts, rechts, links, 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 hier Masken, Bowing, rechts, rechts, Sniper, Sniper, noch Sniper, noch Sniper, und zurückgehen, 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 rein. Nicht Teammates abschießen, nicht Teammates abschießen, Muschel töten. So hat er sein nächstes Geschütz geholt. Wieder dahingestellt. Hat ja noch gerade im Moment Probleme mit der Typ. Das ist das Problem hier, Messer sind wir alle nicht so. Ich hab mir jetzt jedes Mal so verarscht, wenn ich so ein Messer kontrolliere. Das ist mir schon so oft vorgefallen, Alter. Da könnte ich schon gleich ein Tee und Rot machen. Der ist alles lang gesichert. Hat er noch einen geholt mit C4. Das geht nochmal so auf den Sack, ey, wenn du C4 geholt hast. Könnte ich mir auch sagen, ey. C4 ist auch immer so ein Ding, ey. Ich habe hier schon so viel Blut gerade erzählt. Ich kriege ja nebenbei ganze Zeit Nachrichten. Den ganzen Tag keine Nachrichten bekommen. Jetzt geht's los langsam wieder. Jetzt schreiben sie mich wieder flinkend an und ich. Ladung unterwegs! Mindestsicherheitsabstand einnehmen! Anstatt nur so abschließen, nein. Der Gepäck, da muss natürlich hier Dings nehmen. Das ist der Beste. So, hier geht's weiter. Erwischt! Auf, so Dings. Außerdem Obi, an wie ich es gerade sehe, im Moment schon, glaube ich, länger als gerade anders. Ich kommentiere das, muss ich natürlich kommentieren. Jetzt hat er sein zweites Geschütz, jetzt geht's schon vor. So, zum Kampf auf die Escort. Wird er es schaffen? Schreibt es mir in diesem Moment unter die Kommentare! Bitteschön! Jetzt hat er natürlich keine Waffe mehr. Natürlich. Wie anders zu erwarten, hebt er wieder seine Lieblingswaffe auf seine Zielsucher. Geht weiter drauf. Fehlt noch ein, glaube ich, ein Kill fehlt noch zu seiner und da hat er sie natürlich im Endeffekt gekriegt und damit beende ich mein Gameplay hier und wir sehen uns in einer nächsten Folge Snipes Bob und Warrior Bam, ciao.